umsonst mitten in München. Dann kommt mal rein. Genau, das ist mein Schön. In einem richtig schönen großen Haus mit Gartenboden. Klingt richtig gut, oder? Und dahinter steckt sogar noch eine genialere Idee. Und zwar Wohnen gegen Hilfe in einer inklusiven WG. An der Weltkuscheltag. Ach so. Ja. Dankeschön. War das am Anfang für dich mit dieser Nacktheit und mit dem Waschen von wem anderen komisch? Darf ich so ein bisschen halten? Ja. Da wohnen zum Beispiel Studis oder auch Azubis und kümmern sich um Menschen mit Behinderung. Und eben dafür können sie da kostenlos wohnen. Ich werde jetzt hier mal 2 Tage einziehen und ich bin richtig gespannt, freue mich aber auch drauf. Wir machen, was wir wollen, Alkohol. Das darfst du on camera sagen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eine große Herausforderung für mich wird, weil ich bis dato wenig Kontakt mit Menschen mit Behinderung hatte. Und in so einer großen WG habe ich auch noch nicht gewohnt. Meistens hatte ich nur eine Mitbewohnerin. Hier sind es jetzt gleich 9. Hallo! Hi! Hi. Hallo! Hallo, hallo! Ups. Hi, Nadine! Bin die Anja. Hallo. Hi, Anja! Hi! Hallo, hallo! Nadine! Bernd! Hi Bernd, ich bin Nadine, freut mich. Hi, ups, wir machen so, hi Nadine, hi. Ihr müsst mir erstmal erklären, wer hier wer ist. Genau, also Nico, Bernd und ich wohnen hier. Ja. Und Anja ist unsere Leitung. Ja. Die ist immer mal wieder da. Und genau, die geht jetzt ab gleich. Ich komme morgen dann zum Dienst. Okay. Insgesamt wohnen in der WG 9 Leute. Ann-Christine, Nico, Nora und Simon. Sie studieren und wohnen hier mietfrei. Im Gegenzug unterstützen sie Dani, Peter, Christiane, Patrick und Bernd, die Hilfe im Alltag brauchen. Für die Orga sind Sozialpädagogin Anja und FSJlerin Anna verantwortlich, die hier aber beide nicht wohnen. Alle müssen an einem Tag unter der Woche und einmal im Monat einen Wochenenddienst schieben. Das heißt, Essen für alle kochen, Ausflüge organisieren und vieles mehr. Weil zum normalen Dienst gehört eben auch dazu, dass man sich um die Körperpflege, zum Beispiel bei Peter, unserem Mitbewohner, mit erhöhtem Pflegebedarf kümmert. Und eben auch bei den anderen darauf achtet, dass die Pflege dort stimmt. Und die Tabletten sind natürlich so Medikamente, dass die regelmäßig genommen werden. Da müssen wir schon ein Auge drauf haben. Medizinische Vorkenntnisse braucht man aber nicht, wenn man hier einzieht. Ich mache heute und morgen den Wochenenddienst mit. Mit im Dienst ist übrigens auch immer ein Bewohner bzw. eine Bewohnerin mit Behinderung. Doch los geht's mit einer kleinen WG-Führung. Hier kommt dann jetzt mein Zimmer. Ja. Ja, dann kommt mal rein. Genau, das ist ja schön. Ja, genau. Voll schön. Und hier verbringe ich auch sehr viel Zeit im Studium im Moment. Weil du auch viel lernen musst. Genau, ich bin jetzt kurz vom Physikum und studiere Tiermedizin. Okay. Ann-Christine hat vor ihrem Studium schon ein FSJ in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gemacht. Die WG hat sie im Netz entdeckt und sich 2020 direkt für dieses mietfreie Zimmer beworben. Wie sich das Ganze finanziert, werde ich mir später noch anschauen. Aber das ist ja schon krass, dass du, also du, ich glaube, dass viele, ja? Jetzt kommt der Peter von der Arbeit. Gleich werde ich Peter kennenlernen. Was ich noch nicht weiß, ihm werde ich heute Abend beim Zähneputzen helfen. Jetzt kommt er von der Arbeit nach Hause. Hi Peter! Genau, Peter, wollen wir einmal den. Ich bin die Nadine. Nadine, ja. Hi. Was ist der? Das ist der Lukas. Hi. Lukas, grüß dich. Ich mache dann ein paar Routine-Sachen. Also wenn ich komme, dann gehe ich erstmal auf Toilette und dann telefoniere ich mit meiner Mutter. Oh, schön. Genau. Was man noch sagen kann, vielleicht Peter ist unser Mitbewohner mit erhöhtem Pflegebedarf. Ja. Jede von unseren WGs hat quasi einen Mitbewohner mit erhöhtem Pflegebedarf. Ins Haus geht es für Peter mit einem kleinen Aufzug. Das ist wirklich nur der kurze Weg, ne? Ja, das war's schon. Ah, okay. Und wie gesagt, Peter macht sehr viel selbstständig. Und das ist mein Zimmer. Okay, das darf ich auch einmal sehen. Ja, klar. Ja, cooles Zimmer. Ja, das ist ein eigenes Bett. Ja, klar. Eigener Fernseher. Das ist mein Hobby. Man tut bloß Steine. Geil. Und er ist schon längst vorne. Ja. Auch. Und jetzt haben zwei. Ja. Tut bloß Steine. Jetzt zeigt mir noch Bernd sein Zimmer. Er ist mit mir die nächsten beiden Tage im Dienst. So, zeig mal. Nicht erschrecken, ich habe auch ein Haustier. Zwar. Ach, okay. Ach, süß. Du bist Bayern München Fan? Ja. Ja? Ja. Das sieht man direkt, wenn man reinkommt und hier drin, ne? Ja, schön. Wie lange wohnst du hier schon, Bernd? Ich wohne schon
2010 bin ich hier eingezogen und es ist sehr ruhig unten, hörte von gar nichts von den Leuten. Ja, du hast, magst du ein bisschen manchmal deine Ruhe haben? Ja, weil ich echt stressenden Job habe. Bernd hat sogar zwei Jobs. Er arbeitet in einer Kantine und in einem Kindergarten. So wie auch die anderen BewohnerInnen ist er deshalb tagsüber außer Haus. Ja. Dann würden wir jetzt anfangen, die Einkaufsliste fertig zu machen. Genau, Samstagabend, da haben ja wir drei und die Anja Dienst. Und Bernd hat was vorgeschlagen? Currywurst mit Pommes. Genau. Alle. Geil. Geil. Currywurst wird's also. Damit ab zum großen Wocheneinkauf. Du hältst Stellung, ne? Ja. Sehr gut. Drin ist von Peter aus. Dann kann ich Peter. Ach, okay, du bist dann hier auch so ein bisschen am Gucken, wenn Peter irgendwas braucht? Ja. Ich wohne weit längst dafür. Okay. Ich bin ein bisschen überfordert. Also, es wollen schon immer alle mit dir reden und sagen dir irgendwas, was ja auch voll okay ist. Aber es ist schon ganz schön viele Eindrücke, viele, viele Menschen. Auf was müssen wir jetzt achten, wenn wir reingehen? Hat irgendwer den Hut auf und sagt, okay, du holst jetzt das? Heute würden wir es so machen, dass wir zusammen durch den Markt gehen. Nico hat die Liste. Bernd, wenn er mit dabei ist, dann geht er immer noch mal eine Runde für sich und holt Sachen für sich, die er auch von seinem eigenen Geld dann bezahlt. Ah, okay. Ja, wir brauchen halt drei Einkaufswägen, ne? Wir kaufen für 9 Leute für eine ganze Woche ein. Hier gibt's einiges zu beachten. Also zum Beispiel, dass wir jetzt einen Quetschhonig nehmen und nicht einen mit aus dem Glas. Hat einfach den Sinn, dass nicht alle mit dem Löffel sich Honig rausholen können und zum Beispiel einen Tee tun. Und deswegen kaufen wir zum Beispiel das. Ja, so, das voll ist gut. Einfach. Wo musst du ran? Ich muss hier hin. Auf den Käse. Wie ist denn das für dich, mit den anderen beiden einkaufen zu gehen, oder mit uns jetzt als Truppe? Ich finde es cool. Manchmal brauche ich halt auch Unterstützung mit Geld, weil ich kann nicht so gut rechnen. Ja. Alle BewohnerInnen zahlen jeden Monat 125 Euro in die Haushaltskasse ein. Davon wird jetzt auch der Großeinkauf bezahlt. So, ich habe die Verantwortung fürs Essen von 9 Leuten. Nadine Haddad, fall nicht hin. Hat auf jeden Fall ein bisschen länger gedauert als ein kleiner Einkauf. Na, hast du Stellung gehalten? Ja. Sehr gut. Christiane ist die älteste Bewohnerin. Sie lebt hier seit der Gründung der WG vor 32 Jahren. Hier. Auf die Milch. Ja, voll. Spricht man darüber, was die Menschen für eine Behinderung haben? Also darf man das fragen? Thematisiert man das gar nicht? Also ihr müsst es wahrscheinlich wissen, wenn ihr hier wohnt, aber darf ich das fragen? Ist das komisch, wenn ich das frage? Nee, also das ist ja, man kann darüber offen reden. So, man bekommt entweder eine Antwort oder halt nicht. Oder Patrick? Ja. Locker ist am besten. Ja? Meine Schwierigkeit von meiner behindert, ich bin ein bisschen auch behindert, bin Down-Kind. Ja. Gerade muss deutlich sprechen lernen und ein bisschen nicht so viel reden und ich bin ein bisschen schüchtern, ab und zu, ich bin ein bisschen laut einmal. Beispiel Nico, das stört von Geräusche und sowas. Ja, also ich würde sagen, das ist das ganz normale WG-Leben, oder? Ja, sicher. Dass immer was zu laut ist. Hi Peter, jetzt hör richtig was los hier. Und wie lange bist du schon hier in der WG? Ich bin seit über 2 Jahren hier, ja, weil mein Vater vor 5 Jahren jetzt gestorben ist und meine Mutter ist jetzt nicht mehr schafft. Menschen mit Behinderung wohnen oft bei ihren Familien oder in einem betreuten Heim. Genaue Zahlen gibt es nicht. Die Plattform Wohnsinn schätzt aber, dass von 8 Erwachsenen mit sogenannten geistigen Behinderungen etwa 4 bei den eigenen Eltern leben, 3 in Einrichtungen wie Heimen und etwa 1 in ambulant begleiteten Wohnformen. Dazu zählen inklusive WGs wie unsere, aber auch ambulantes Einzel- oder Paarwohnen. Inklusive WGs gibt es in Deutschland nur 50 bis 70 Stück, schätzt die Plattform Wohnsinn.
Inklusiv bedeutet übrigens, dass jede bzw. jeder mitmachen kann. Egal ob mit oder ohne Behinderung. Was findest du besonders cool an dem Konzept hier? Also was magst du daran? Dass ich mir frei einteilen kann. Und ich habe nicht diese Regelung, wie in Heimen, dass ich alle 14 Tage heim muss und dass ich einen Artikel ausfüllen muss, wann ich heimfahre, sondern... Ja, das ist halt schon schön, dass wir halt nicht wie so eine Wohneinrichtung sind, wie man sie halt kennt. Wir können hier ziemlich frei alle planen, solange wir zu unseren Diensten da sind. Im Gegensatz zu Studentin Ann-Christine zahlen Peter und die anderen BewohnerInnen mit Behinderung hier ganz normal Miete. Dafür haben sie ihr eigenes Geld wie ihren Werkstattlohn, eine Rente oder auch die Grundsicherung vom Sozialamt. Außerdem gibt es noch zusätzliches Geld vom Staat für die Betreuung der BewohnerInnen mit Behinderung. Auch das wird zur Finanzierung der WG genutzt. Hallo! Hallo, heute ist Kuscheltag. Was ist heute? Kuscheltag. Das ist tatsächlich normal. Ist heute aber wirklich Kuscheltag? Ja, das hat doch heute den ersten. Gerade nachgegeben. Also Weltkuscheltag. Ach so. Ja. Ach so, echt? Ja, klar. Oh, Dankeschön. Bitte. Danke. Genau, und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, es wird zu viel mit Berührung oder so, dann kannst du auch ganz klar sagen, nein. Oder? Nicht so, alles gut. Jetzt machen wir mal weiter. Wir müssen ja was schaffen, Bernd. Wir kennen uns noch gar nicht. Während des Kochens erzählt mir Bernd von seiner Lernbehinderung. Ich kann schon lesen, wenn ich will. Ja. Aber es ist halt langsam. Ja. Übst du das manchmal noch oder nicht mehr so? Doch, eigentlich muss ich mal wieder lesen. Ja. Aber wenn ich mal eine Zeitung sehe, dann kann ich halt schon ein bisschen lesen, aber halt Schwierigkeiten. Da werde ich halt dann immer ganz dick. Ja. Und dann stört dich denn selber die Behinderung, die du hast? Oder kriegst du die selber nicht so mit? Manchmal bin ich traurig, weil ich ein Gefühl habe, dass ich will halt mehr machen. Mhm. Ich hätte gerne S-Bahn-Fahrer früher geworden oder U-Bahn-Fahrer, weil ich bin ein S-Bahn-Freak. Ja. Und hast du auch das Gefühl, dadurch, dass deine Behinderung nicht so ein Thema hier in der WG ist, geht es dir auch besser mit? Ja, mir geht es dann viel besser, weil ich das Gefühl habe, dass wir hier wie meine WG halt hier machen, was wir wollen, Alkohol trinken. Das darfst du on camera sagen. Oh geil, das sieht ja richtig gut aus. Was macht ihr denn für einen Schmarrn? Die sind irgendwie alle so, die gehen alle so lieb miteinander rum. Ist einfach schön. Meine Aufgabe beim Abendessen, ich soll Peter unterstützen. Und ich denke, was muss ich machen und hoffentlich mache ich nichts falsch. Einmal drauf schauen, dass er nicht anfängt zu essen, wenn es ganz heiß ist und so pusten muss. Und ein bisschen beim Kleinen machen, weil so Nudeln, wenn er die klein schneiden muss, ist schwierig. Okay, sehr gut. Ja. Soll ich dir das ein bisschen schneiden? Das ist erzählbar. Okay, na gut. Ich versuche mal Peter, oder? Ich brauche eine Stunde da nachgezügelt. Ich habe mich auch voll gefreut, weil ich dir ein Messer geben? Ja, wenn du heimkommst von der Uni. Ja. Obwohl Peter gar nicht so viel Hilfe braucht, ich bin in Alarmbereitschaft, weil ich nicht einschätzen kann, wann und wie ich unterstützen kann. Aber am Anfang ist das, schwerfällig. Ja. Aufpassen, wenn es heiß ist. Uralten Studenten. Was drinnen? Ja. Ich kenne schon ein paar Studentenleute. Und eine Zeit lang ist er aufgegründet, den Namen. Aber ich muss jetzt weiter den Küchendienst machen. Ist das in Ordnung für dich? Zwei Sätze. Okay. Patrick. Ich lasse Ihnen zwei Sätze. Okay. Mir geht's gut. Ich merke aber, dass ich schon müde bin und dass hier schon dauerhaft Eindrücke auf dich sind. Und dann hat der eine dir was erzählt und dann erzählt der andere wieder was. Was ja wirklich auf der einen Seite total schön ist, aber für mich neu. Und ich merke, dass es für mich auch eine neue Art der Anstrengung ist. Auch wenn ich inzwischen echt K.O. bin, ans Schlafen gehen ist noch nicht zu denken. Denn nach dem UNO-Spielen erwartet mich die nächste Aufgabe. Peter möchte ins Bett gehen.
hier ist so die Dusche, hier ist der Duschstuhl. Ja. Das ist das Klo, das ist ganz praktisch mit den zwei Hilfen. Ja. Ja. Okay, und ich soll ihm beim Zähneputzen assistieren. Dann tust du sie Peter mit der Zahnpasta im Mund. Aber warte mal noch, warte, denkst du drauf. Okay. Genau, ich putze der Peter selber. Genau. Und dann kannst du ihm was im Wasser herrichten. Wie bitte? Einfach im Wasser zum Ausspülen gleich. Hm. Wir gucken, dass einfach alles sauber ist. Okay. Wir schauen, dass immer alles gut abgedeckt ist. Ja. Okay. Darf ich so ein bisschen halten? Ja. Genau, ja. Halt's ruhig. Hast du hinten da auch noch Zähnchen? Ja, das sind auch noch Zähne. Ja. Wichtig ist auch an der Seite, das ist immer ein bisschen schwer beim Peter. Also außen unten. Man muss sich da so ein bisschen reinfriemeln. Da musst du einfach gucken, dass der oben bleibt. Also das war's eigentlich für abends schon. Zudecken und das war's. Das ist ja gar nicht so viel. Nee, so das normale Abendprogramm ist nicht so viel. Duschen ist dann schon anstrengender. Ja. Und wie habe ich mich angestellt fürs erste Mal? Danke schön. Okay, dann gehst du gleich ins Bett, das kannst du dann in die Kammer schmeißen. Okay, gute Nacht, Peter, bis morgen. Ja. Gute Nacht. Ich finde es total schön, dass er mich so nah da rangelassen hat in diese Situation. Also, dass ich das durfte, ne? Also, das fand ich gerade voll. Der Peter ist da sehr offen. Ja, ne? Der Dienst geht abends bis 22 Uhr. Aber so ganz frei haben wir auch in der Nacht nicht. Das bedeutet, dass ich unter anderem diesen Pieper hier mit dabei habe. Peter hat in seinem Zimmer das Gegenstück dazu, also die Klingel praktisch. Ja. Und das ist eben dazu da, dass wenn er in der Nacht irgendwie Hilfe braucht, dass er klingeln kann, weil er kann die Treppen ja zu uns nicht hochgehen. Ja. Wenn irgendwas Gravierendes passiert, dann wächst du mich natürlich, ne? Ja, okay. Selbstverständlich. Dann weiß ich Bescheid. Die WG ist zurzeit komplett belegt. Deshalb schlafe ich im Wintergarten. Ich freue mich über ein bisschen Ruhe. Morgen geht die ganze Truppe hier, einschließlich mir, bowlen. Ich glaube, es wird schon auch auf viel zu achten. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich werfe euch raus und ich probiere jetzt schnell zu schlafen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich konnte gut einschlafen. Nacht war auch komplett ruhig. Jetzt steht aber gleich Frühstück machen an, also um 10. Jetzt beginnt mein Dienst, deswegen ist ja Ann-Christine schon da und Anja auch. Die machen gerade noch Schnelltests. Ich habe hier gerade auch einen gemacht. Guten Morgen. Na, wie geht's? Ganz gut. Selbst? Auch gut. Gleich nach dem Frühstück geht's zum Bowlen. Ich unterstütze wieder Peter. Wir müssen gucken, dass alle irgendwie ihre Masken und Schuhe und Jacken dabei haben. Taxi ist bestellt? Taxi ist bestellt? Ja. Sehr gut. Okay, so. Perfekt. Jetzt kannst du sie anziehen. Super. Jetzt umdrehen. Okay. Hilfst du mir ein bisschen mit? Ja. Danke, perfekt, so haben wir es. Danke. Klar. So, Christian, magst du hinterher? Genau. So, haben wir. Hier rein, dann machst du wieder auf. Ja, wir müssen runter, das ist das Problem. Ach so. Es geht gerade darum, dass wir, wie wir Peter runterbekommen, weil wir sehen keinen Aufzug. Ne? Wir gehen jetzt einmal runter und fragen, wie das mit Aufzügen ist. Und wir wollen jetzt einmal wissen, wo wir mit dem Rollstuhl am besten hier runterkommen. Genau, an der Rampe hinten. Also praktisch den Parkplatz bis zum Schluss und dann ist der Rampe runter. Also ab zur Rampe. Also jetzt sind die anderen alle irgendwie... Bernd, brauchst du gerade einen Moment für dich? Oh, also, oh Gott, jetzt ist jetzt noch ein bisschen zu Hause. Chaos. Dann nicht windig. Du willst nicht mit? Nee. Dann. Wir warten noch mal kurz auf die anderen. Okay, warte, eine Sekunde, ich zieh dir wieder die Kapuze auf. Ich habe mal so, dass Bernd einfach einen Moment Ruhe braucht, wenn es ihm gerade zu viel wird. Und dann spricht einer von uns mit ihm. Und dann finden wir meistens auch eine Lösung. Weißt du, wie man einen Rollstuhl so eine Rampe runterschiebt? Habe ich noch nicht gemacht, rückwärts? Genau, man geht rückwärts, dass er praktisch in den Sitz gedrückt wird, weil anders könnte er halt rausfallen. Und du musst halt damit rechnen, das ist ein Gewicht, das da drin drückt. Ja, das kriegen wir hin. Da darfst du nicht erschrecken. Genau. So. Und du bist ja hier. Ann-Christine ist auch hinter mir. Genau. Also wenn ihr rutscht, dann rutscht ihr auf mich, dann ist wenigstens weich. Na, geht das mit dem Halten oder sollen wir zusammen? Nee, das klappt. Es ist halt manchmal schwierig, gerade in Gebäuden, die schon länger stehen, bevor das alles mit der Barrierefreiheit so kam, da manchmal noch nachzurüsten. Seid ihr überhaupt froh, dass es hier eine Rampe gibt? Absolut. Ja. Also, danach versuchen wir auch mal auszusuchen. Peter, ich check dich mit ein, ja? Damit auch Peter mitspielen kann, hat Mitbewohnerin Nora eine kleine Rampe für ihn gebaut. Wer die Rampe?
schau mal, genau. Und du musst ihm jetzt einen ordentlichen Schubs geben. Ja, 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 ja. Oh, war richtig gut. Sehr cool. Ist das gut mit der Rampe? Ja, ja. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ja, sehr gut, Christiane. Jetzt ist ja eine ganz entspannte Atmosphäre. Ja, man muss halt immer schon einen Blick drauf haben, dass alle da sind. Also Christiane ist zum Beispiel so ein Kandidat. Wenn es zu langweilig wird, dann geht sie mal und erkundet die Welt. Da schaut man schon immer, wo sie ist, dass man immer weiß, okay, da sind meine Leute. Ich glaube, du bist auch dran, ne? Ah ja, dann. Eigentlich sind zwei Spielrunden geplant. Der Ausflug ist dann aber doch schon nach einer Runde zu Ende. Denn die meisten Bewohnerinnen sind ganz schön platt. Wir müssen dir gratulieren, du hast den zweiten Platz. Zweiten Platz. Yay! Hat dir gut gefallen. Ja, das war geil, oder? Perfekt. Ja, dann machen wir uns jetzt langsam auf den Heimweg. Dann fahren wir hier einmal runter. Das ist Peter. Ich bin gut durch. Schaffst du jetzt irgendwie eine halbe Stunde was für die Uni zu machen? Wie geht's dir gerade? Nee, also ich mache jetzt auch nichts. Also ich habe jetzt auch offiziell Dienst und ich habe jetzt keine dringende Prüfung nächste Woche. So, da mache ich jetzt auch einfach Pause, setze mich kurz hin, trinke was. Ich bin jetzt auch ein bisschen geschafft und müde. Ist dann ja doch etwas anstrengend, so für alles immer zu organisieren, aber ansonsten geht's mir gut. Nach einer kurzen Pause geht's direkt weiter mit dem Dienst. Ja, Christiane sitzt jetzt schon in der Badewanne. Ach, die ist dann... Okay. Ich plansche jetzt schon in der Badewanne und wartet drauf, dass ich jetzt reinkomme zum Baden. Und also ich wasche sie jetzt nicht komplett. Vieles macht sie selber und ich unterstütze halt einfach nur dabei, dass sie es entsprechend ja, gründlich macht. Und sie ist manchmal ein bisschen ungeduldig. War das am Anfang für dich mit dieser Nacktheit und mit dem Waschen von wem anderen oder Reinigen von wem anderen komisch? Da ich es aus dem FSJ kannte, tatsächlich nicht so stark. Aber es war schon was anderes hier in der WG. Man wird ja auch in der normalen WG dann Mitbewohner jetzt nicht unbedingt waschen. Mhm. So, also es ist am Anfang schon etwas, wo man sich so ein bisschen so fühlt, als würde man in ja, einen Intimbereich eingreifen. So. Aber man merkt halt recht schnell, dass es auch für unsere Mitbewohner sehr normal ist. Und man darüber auch eine super enge Bindung irgendwie zueinander bekommt. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man, das sind so ganz ruhige und entspannte Momente, die man zusammen hat. Weshalb ich halt so mit der Pflege das auch total gerne mache. Kann ich reinkommen? Ja, ich glaube. Waschlappen vergessen. Waschlappen vergessen. Genau, jeder hat seinen Kram und sie hat ihn jetzt vergessen mitzunehmen. Genau, deswegen habe ich es jetzt schnell geholt. Genau, bis gleich dann. Bevor meine Zeit in der inklusiven WG aber vorbei ist, genieße ich das letzte gemeinsame Abendessen. Vegane Currywurst. Der Auszug naht. Bist du soweit? Ich bin soweit. War schön, vielen Dank. Ja. Ciao, alles Gute dir. Jetzt die Frage an euch. Könnt ihr euch vorstellen, in eine inklusive WG zu ziehen? Oder welches alternative Wohnkonzept interessiert euch? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich für mich kann sagen, diese zwei Tage hier in der WG waren wahnsinnig intensiv, aber auch wahnsinnig schön. Das inklusive Wohnen ist auf jeden Fall eine mega geniale Idee. Aber ihr müsst auch der Typ dafür sein, hier in die WG zu ziehen. Denn Information Overload hat man auf jeden Fall. Dafür aber auch mega viel Liebe und mega viel Behutsamkeit von allen Seiten. Falls ihr keine Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier ein Abo da. Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und Stichwort Barrierefreiheit, das ist ja auch mega wichtig beim inklusiven Wohnen. Das haben mein Kollege Meini und Cory hier mal ausgecheckt. Und ein ganz anderes Wohnkonzept, aber auch spannend, ist Tiny Houses. Das hat Meini hier mal ausgecheckt. Tschüss!